hier auf einem alten Friedhof bei einer alten Kirche auf Föhr. Wir sind Grabmäler, die gehen in die letzten Jahrhunderte zurück. Auf manchen Inschriften. Die paar Stichworte geben aus der Lebensgeschichte des jeweils Verstorbenen. Ja, Verstorbene, die hatten ihre Höhen, ihre Tiefen, ihre Stärken, ihre Schwächen, wie wir sie heute auch haben. Und da denke ich auch an das, was im Moment in Deutschland diskutiert wird. Straßennamen sollen verändert werden. Vielleicht auch Denkmäler gestürzt werden. Darf uns recht verstehen, Gott sei Dank, die Mörderbanden Hitler und Co. sind längst aus unseren deutschen Städten verschwunden. Aber wenn man darüber nachdenkt, wie Menschen geprägt werden von ihrer Geschichte, befördert vom Zeitgeist, aber auch versaut vom Zeitgeist, dann muss man wissen, dass man vor diesen Denkmälern nicht stehen muss, um sie zu vergöttern, sondern dass man immer wieder darüber nachdenken sollte, was war der Hintergrund? Wo waren seine Stärken, wo waren seine Schwächen? Womit will er uns warnen, vielleicht vor eigenen Schwächen, dass sie sich nicht wiederholen? Also kurzum, ich warne vor falschem Bildersturm, ehe hingehen und die Geschichte aufsaugen, Erkenntnisse gewinnen. Wir haben allen Grund dazu. Auch jetzt wieder Fanatismus, Radikalismus, rechts wie links. Auch jetzt alles daran tun, dass wirklich unsere Freiheit erhalten bleibt und dass wir wissen, auch wir haben Stärken und Schwächen. Auch wir können auch in heutiger Zeit verführt werden. Und das wollen wir verhindern. Alles Gute Ihnen.